so schön Jahreswechsel sein können. Trotz glänzender Vorsätze und bester Prognosen tappt so mancher Immobilienmakler erst einmal im Dunkeln. Etwa wenn es um Änderungen oder Novellen seitens der Gesetzgebung geht. Dieses Jahr verunsicherte eine neue EU-Gesetzgebung zum Energiepass. Die EU hat beschlossen, dass wir als Makler, als professionelle Anbieter dazu verpflichtet sind, die Energieausweise bereits aktiv im Angebot auszuweisen. Unklar war vielen Maklerunternehmen wie Banasch Immobilien, ob die neue Regelung schon jetzt gilt. Denn die EU-Verordnung ist in Deutschland noch nicht in nationales Recht umgewandelt worden. Banasch Immobilien hat die neue Richtlinie dennoch umgesetzt. Das vielleicht, denn schon vor dem 1. Januar war es Pflicht, Energieausweise für Immobilien auszustellen. Der Unterschied ist ja nur, dass wir jetzt den Energieausweis aktiv in der Werbung ausweisen müssen, vorher aber auch schon über 80% der Leute den Energiepass einsehen wollten. Das EU-Gesetz soll bald auch in Deutschland verpflichtend sein. Ein Kabinettsbeschluss liegt seit Anfang Februar vor, muss aber noch von Bundestag und Bundesrat bestätigt werden. Bis dahin haben die Maklerunternehmen etwas Zeit gewonnen. Banasch Immobilien nutzt die Schonfrist, um zu testen, wie die neuen Bürden sinnvoll und verständlich in die Praxis getragen werden können. Wir machen das so, dass bereits der Energiepass als PDF mit hochgeladen wird. Somit sieht der Interessent sofort die Werte. Genauso machen wir es in der Angebotswerbung in der Zeitung, damit die Printmedien genauso abgedeckt sind eben wie im Internet und es klar ersichtlich ist für den Interessenten. Damit alles reibungslos klappt, macht Banasch sein ganzes Team schon jetzt mit den Einzelheiten der Gesetzesnovelle vertraut. Denn wenn die neuen Regeln erst einmal in nationales Recht umgewandelt sind, kann ein Verstoß dagegen schnell zu hohen Bußgeldern oder teuren Abmahnungen führen. Ich denke, dass sehr viele Kollegen noch nicht darüber informiert worden sind, weil es weder in der Presse steht, noch sonst irgendwo kommuniziert wurde. Mich hat mein Energieberater darauf aufmerksam gemacht, weil wir einfach den Deal haben, dass er mich immer über Neuigkeiten auf dem Laufen hält. Der Immobilienmakler aus Leonberg versucht nicht nur die neuen Regeln jetzt schon gewissenhaft umzusetzen. Das Thema Energie gehört für ihn über die Pflicht hinaus zu den elementaren Beratungsleistungen. Dabei geht Banasch mit den teuren Energieausweisen sogar in Vorleistung. Gern tut er es nicht. Ja, es bedeutet generell, dass wir eben erstens mal mehr Arbeit haben, mehr Zeitaufwand, damit verbunden auch mehr Geldaufwand. Wir müssen argumentieren, unseren eigenen Auftraggebern, den Verkäufern oder den Vermietern gegenüber, dass wir eben den Energiepass erst benötigen. Einerseits verkompliziert das den Verkaufsprozess, andererseits bringt es auch positive Impulse, nämlich wenn der Kunde spürt, dass er einen Fachmann an seiner Seite hat. Grund zum Feiern hat vor allem er. Der Nachfrager. Profitiert er in puncto Energie von mitunter erhellenden Erkenntnissen, investiert der Makler vor allem in eins: zusätzliche Energie.